So, eine Folge nehme ich heute noch auf. Ich habe schon noch ein bisschen Lust gerade. Ist schon, macht schon Laune. Okay. Aber wollte ich gar nicht. Oh Gott. Okay, die war das erledigt. Perfekt. Hier ist noch ein kompletter Bereich, ne? Oh lol. Wir sind ja. Oh, Kriminalie! Woo! Materia. Gib mir Materia. Frostmaterie, nice. Ich wollte es mir erst noch kaufen, ne? Ich habe noch drüber nachgedacht, ob ich es mir kaufen soll. Bin ich froh, dass ich das nicht getan habe. Kann ich nicht lang. Aber ich rein, da kommt später mal der erste Bosskampf in der Richtung. Also hier hinten, Mann. Vorhersehbar. Okay, haben wir schon eine Frostmaterie gefunden. Das ist cool. Und schon wieder draußen die Wüste, ey. Gerade irgendwas zum Looten hier da. An deiner Seite verlieren selbst die grässlichsten Monster ihren Schrecken. Naja, du musst dich auch nicht verstecken. War echt überrascht. Am besten schützt man sich selbst. Ich habe nicht ohne Grund 5 Jahre hier überlebt. Und jetzt mein Quiz. Welche Slum-Regelnummer ist das? Muss ich das lernen? Wenn du hier leben willst, kann es eben halt nicht. Bis hier und nicht weiter. Aber weiter im Text. Gut, das müssten alle gewesen sein, oder? Wehrratte. So langsam müssten wir eigentlich fertig sein. Wenn man hier jemals fertig sein kann. Jetzt sei doch nicht so ein Spielverderber. Die Slums sind etwas sicherer geworden, und wenn auch nur für kurze Zeit. Das ist besser als gar nichts, stimmt, oder? Vielleicht. Deinem Ansehen wird das jedenfalls nicht schaden. Und jetzt komm, lass uns zurück zu Biggs und Wedge gehen. Okay. Hauptstory. Ein Auftrag für die Bürgerwehr. Mal gucken, dann sollten wir bald auch Nebenquests bekommen. Und hier suchen die halt ihren Schrott und alles so zusammen, ne? Für alles können. Fetter Prügel! Verkauft ihr was? Suche nach Kandidaten. Du machst jeden Job, habe ich gehört. Ich kann da noch wen als Reinigungskraft. Die Monatszahlen der erlegten Bestien sind draußen. Seht doch, seht! Die neuesten Zahlen für die erlegten Bestien. Was? Feinde, Slayisten. Es wurden 8 Viecher getötet. Lol, das war ja wir. Seht doch, seht! Die neuesten Zahlen für die erlegten Bestien. Oder wir müssen hoch. Okay. Also die Viecher, die ich ja gekillt habe, werden ja angezeigt. Okay, das ist cool. Das ist cool. Sieht man es immer, wenn ich was mache, dann. Habt ihr es schon gehört? Das ist nice. So, fertig. Wow, schon zurück? Da, easy. Ja klar, was denkst du? Die Gefahr ist erstmal gebannt. Boah, seid ihr schnell! Allerdings. Wir haben dich übrigens schon angepriesen. Ja, habe ich gehört. Ich bin raus und instant. Ja, hab ich das nicht gekriegt. Das was war. Ihr den Leuten erzählt habt. Ist doch egal. Wenn du weiter gute Arbeit ablieferst, spricht sich das schon von ganz alleine rum. Okay. Hast du die Mods schon probiert? Ja. Ein tolles Schwert. Hab bestimmt viel erlebt zusammen. Ja. Mhm. Ziemlich viel. Alles okay? Geht schon. Was hast du in den letzten Jahren eigentlich so gemacht? Nichts Besonderes. Ich wüsste es trotzdem gern. Gehen wir etwas spazieren? Zeit haben wir ja noch. Komm. Oh cool, ich komme auch mit. Nächster Wedge. Los, bevor er mir abhaut. Nächstes Mal. Och, Mann! Wie blind kann man eigentlich sein? Ja, wirklich. Kannst doch den beiden ihr Date nicht versauen.
Wir könnten eigentlich auch gleich etwas Arbeit für dich suchen. Willst du vorher noch was einkaufen? Nicht nötig. Bin mir sicher, dass der Waffenhändler seine Meinung über dich inzwischen geändert hat. Ach so. Wenn du unbedingt drauf bestehst. Oh, da wird ich doch mal gucken, ja. Hast du es schon gehört? Die Rostpfade sind angeblich wieder sicher. Oh. Ja? Nee. Da steht die Waffe. Junge, man erzählt sich, dass du angeblich keine Gegner scheust und für Aufträge zu haben bist. Oh, ich will für den aber echt keinen machen. Wohl herumgesprochen. Komm auf den Punkt. Hör mal, tut mir leid, dass ich vorhin so ungehalten war. War ein mieser Tag. Na gut, kann jeder haben. Du brauchst doch bestimmt gute Waffen, um deine Aufträge zu erledigen, oder? Kannst die da haben. Als Entschuldigung. Wenn jemand wie du eines unserer Schwerter schwingt, ist das gute Werbung für mich. Oh, bitte ist das gut. Also, das, was Cloud gerade auf dem Rücken hat, ist auch nicht... begeistern. Ist auch nicht das... Ich schau mal. Das ist sein klassisches Schwert. Aber er hat noch eine andere Version davon eigentlich. Da ist die Klinge wesentlich kleiner. Und du hast Haufen extra Klingen noch drin eigentlich. Das ist voll geil. Waffenrüstungen. Oh, bitte... Macht, dass man das sieht, auch die Rüstungen. Kragen, Schutzweste, Ohrringe. Ach so, und kostet die? Wie viel habe ich? 2000. Talisman der Magie verstärkt. Ohrringe. Magie hat erhöht 5%. Vitalität um 5, das ist halt nice, ne? Ein bisschen stärker, aber ich glaube, das... Nee, warte mal. Hier, Klassiker, guck mal. Ein Eisenreif, ne? Ich weiß nicht, wie lange Tifa jetzt mit dem Team bleibt. Aber der wäre schon gut für Cloud. Ich nehme erstmal nur einen. Ich weiß nicht, ob Tifa lange im Team bleibt. Später werden wir, glaube ich, so 5-6 Leute haben, die wir aussuchen können, im Team zu haben. Also wir werden einige, glaube ich, später haben, theoretisch. Sollte so sein, jedenfalls. Warte mal, das ist aber Waffen und Rüstungen. Du hast keine Waffe. Hä? Was sind Accessoires? Wo sind Waffen und Rüstungen? Da weiß ich gerade, die eine bekommen habe jetzt, oder was? Komm bald wieder! Du hast eine neue Waffe erhalten und kannst damit auch ihre dazugehörigen Waffenfähigkeiten erlernen. Bitte, was war das gerade für... Also jede Waffe hat ihre eigenen Special Moves quasi. Oh, ich mag den Angriff jetzt schon. Erreicht die Geschicklichkeit einer Waffenfähigkeit. Die Maximalwert kann sie ja. Ach so, das ist das quasi bei der Waffe habe ich jetzt diesen Kreuzhieb. Jetzt bist du perfekt ausgerüstet für weitere Aufträge. Dann fangen wir mal an. Okay. Zuerst sollten wir bei Weimar vorbeischauen. Okay. Wer ist das? Er verteilt die Aufträge, die bei der Bürgerwehr eingehen. Okay. Genau die richtige Anlaufstelle für einen Alleskönner. Und wo finde ich ihn? Also ich muss sagen, in so einer Welt... Um diese Zeit sollte er in der Wachstube sein. Also, wenn ich auch jetzt in so einer Welt leben würde, ich würde das, glaube ich, auch machen. Was Cloud zu machen. Waffe besorgen. Vielleicht ein paar Freunde zusammentrommeln. Und dann mit den Freunden da irgendwie... Wie jetzt die Schrottpfade. Ne, also, ich würde auch sowas machen, glaube ich. Mit damit meine Brötchen verdienen. Bist du der Kerl, der diesen Laden für alles eröffnet hat? Was? Was? Laden für alles? Was ist ein Laden für alles? Die Monatszahlen der erlegten Bestien sind draußen. Suche nach seht Kandidaten. Doch, seht! Die neuesten Zahlen für die erlegten Bestien. Oh, hallo Tifa. Hast du etwas auf dem Herzen? Nein, ich wollte nur einen starken Helfer vorstellen. Voila, Cloud der Alleskönner. Das freut mich sehr. Je mehr, desto besser. Arbeiten wir zusammen für die Sicherheit und das Glück dieser Stadt. Mhm. Wenn die Bezahlung stimmt, übernehme ich auch gefährlichere Jobs. Du scheinst ja sehr von dir überzeugt zu sein. Ich habe da genau die richtigen Aufträge für dich. Oh ja, bitte ganz viele. Die Details klärst du am besten mit den Klienten. Okay. Wenn alles gut läuft, hörst du sicher wieder mal von uns. Okay. Alles klar. Alle Aufträge, die du hast, nehme ich an. Du kannst ab sofort dein Talent als Alleskönner unter Beweis stellen und Aufträge annehmen. Für Aufträge, Okay. Also R2. Kandidat ermittelt. Abgleich mit dem Referenzdatensatz. Was? Strapazierfähiger Knochenbau, definierte Muskeln, Herz- und Lungenfunktionen auch durch Tragen des großen Schwertes nicht beeinträchtigt.
äußerst vielversprechend. Mein Name ist Chatley. Ich arbeite in der Forschungsabteilung des Shinra-Konzerns. Würdest du mich bei meinem Projekt unterstützen? Du bekommst auch eine Anzahlung. Ich bitte dich, diese Analysematerie einzusetzen und Daten für Kampfberichte zu sammeln. Auf diese Weise kann ich nämlich neue Materie entwickeln. Mit Shinra kooperiere ich nicht. Das will ich eigentlich auch nicht. Keine Angst. Insgeheim arbeite ich gegen meinen Arbeitgeber. Gerade du solltest es doch wissen. In neuen Materia liegt auch die Möglichkeit zum Widerstand gegen Shinra. Also, was meinst du? Wenn ich dich hintergehen sollte, kannst du mich einfach mit dem Schwert erschlagen. Okay. Das werde ich auch wirklich tun. Sehr gut. Bis dahin haben wir also eine Abmachung. Okay. Komm bitte schnellstmöglich zu mir, sobald ein Kampfbericht erstellt ist. Okay, dann muss ich die Jesse-Mission für den Kampfbericht ab- und versorgen. Im Kampfmenü unter Kampfberichte eingesehen. Okay. Ach, guck mal, da sehe ich jetzt die ganzen Quests, die Aufträge. Also noch ein Auftrag? Setze bitte die Analysematerie ein und sammle damit Daten für die Kampfberichte. Aber der gibt mir jetzt keine Aufträge. Zu uns kommen Leute mit den verschiedensten Problemen. Ja. Okay, jetzt muss ich quasi die selber mir suchen. Die Quests, oder wie? Nee, warte mal. Nee, doch. Das ist... Hier sehe ich die Quests, genau. Einmal da. Verschwundene Freunde. Rattenplage. Die habe ich angenommen. Da ist mein Bett. Da ist der siebte Himmel. Ungeziefer der Fabrik. Da haben wir noch eine Quest. Bahnhof. Bahnhof haben wir jetzt auch einen Händler. Okay. Warte mal, da war doch aber gerade irgendwas. Wurde mir doch angezeigt. Wo sehe ich meine Quests? Warte mal. Erstmal speichern. Habe ich noch gar nicht gemacht. Sollte ich mal tun. Das sollte ich aber mal tun. Wo sehe ich meine Quests? Sind das diese Kampfberichtsdinger? Oder was ist das? Oder ist das jetzt nur für den einen Typen da? Irgendwo muss ich ja mal die Quests sehen. Klar, mal gucken. Na, wie lange brauchst du zum Speichern? So. Ja, hier Kampfberichte. Suchen zu den. Ich glaube, das sind meine Quests, ne? Die Kampfberichte. Moment. Ich muss die Quests suchen. Da. Oh, verschwundene. Das ist ihr Spielplatz, oh, wow. Hallo Tifa. Wow. Passt Marlene auf den Laden auf? Schade. Ich wollte, dass sie mir bei der Suche nach meinen Freunden hilft. Dieser Alleskönner hier neben mir sagt, dass er sie suchen wird. Wirklich? Also gut, so sehen meine Freunde aus. Sie haben lange Arme und Beine, sind elegant und super schlank. Sie mögen Orte, wo man was essen kann. Und Leute, die ihnen Leckerlis geben. Und enge Spalten. Meine Freunde sind nämlich Kater, wisst ihr? Ich glaube, ich weiß, wo die alle sind. Wir sollen Katzen suchen. Ich weiß, wo die alle sind. Alle drei sind sehr zutraulich. Drei? Wenn man sie ruft, kommen sie auch. Du musst sie unbedingt zurückbringen, ja? Okay. Auftrag, verschwundene Freunde. Was ist das? Nee, Kampfeinstellungen dürfen wir die Füße. Gegnerdatenbank. Wo sehe ich meine Quests? Leben des Planeten? Der Lebensstrom natürlich. Was ist das denn? Hier? Tifa? Nein. Okay, ich habe keinen Plan, wo ich meine Quests sehe. Da unten sehe ich die. Ich kriege auch nicht angezeigt, wo ich nach denen suchen soll. Hier sind wir. Ach, hier. Guck einer an. Es sind noch zwei, die ich quasi annehmen kann. Die kleine Betty hat dich gebeten. Ihre dreijährigen Freunde. Okay. Aber sehe ich das dann auch? Und was ist das Leben des Planeten? Der Lebensstrom natürlich. Was ist das? Sind. Also könnte hier überall sein.
Sag Bescheid, falls dir was auffällt. Die Katzenvilla. Ob ich in der Katzenvilla sind? Bestimmt, oder? Warte mal. Der hat ja ein großes Schwert. Warte mal, ich weiß, wo eine Katze, glaube ich, ist. Am sieben Himmel ist da eine Katze gewesen. Die Seelen der Verstorbenen kehren jetzt zum Leben. Oh Gott, Katzenfinn. Da ist eine Katze. Ist sie das? Ja. Nanu? War das nicht gerade ein Maunzen? Es klang ziemlich nah. Hallo? Hallo? Hä? Jetzt. Oh, ist sie süß. Okay, die rennt zurück, nehme ich an. Rennt die jetzt zurück oder muss ich jetzt hinterher rennen? Einige Leute haben. Warte. Eins von drei. Die Fabriken okay. In Sektor 1 und 8 sind wohl komplett zerstört worden. So, wo ist die andere Quest? Hier. Das heißt. Ich habe aus lauter Panik. Die habe ich schon angenommen, ne? Habe ich die angenommen bei dem Typen? Nee, ich war ja bloß kurz bei ihm, die habe ich nicht angenommen. Zum Einkaufen war ich ja vor uns Bus da. Also, du hast. Hereinspaziert, hereinspaziert! Hey. Oh. Hallo, Tifa. Dein Freund verdingt sich also neuerdings als Söldner? Ja. Dann kannst du vielleicht auf Aasrattenjagd für mich gehen. Nein. Die Viecher schließen sich Wehrratten an und fressen uns alle Vorräte weg. Mein Lagerhaus wurde auch befallen. Hab nen Ruf zu verlieren. Okay. Sag mal, hast du da eben gelacht? Du hast die Mundwinkel so verzogen. Na egal. Hauptsache, du erledigst die Arbeit anständig. Also, diese Aasratten verkriechen sich in den Vororten der Stadt. Angeblich kommen sie angelaufen, wenn sie die Schreie von Wehrratten hören. Selbst bei solchem Ungeziefer gibt's wohl so etwas wie Kameradschaft. Das heißt, ich muss auf Wehrratten einkloppen, damit die brüllen, damit die anderen ankommen. Alles klar. Hereinspaziert, hereinspaziert. Wo ist die letzte Quest? Hier. Da muss ich... Ich muss auf sieben Himmel nach hinten. Hier ist ein. Der hat eine Quest? Willkommen! Wurde mir gar nicht angezeigt, oder? Oh, ein neues Gesicht! Schrotthändler. Bist wohl nicht zum Einkaufen hier? Was hast du denn? Du musst der Alleskönner sein, von dem man sich so viel erzählt. Gut, du kannst mir vielleicht weiterhelfen. Hm. Ich will, dass du die fliegenden Echsen in der alten Fabrik erlegst. Okay. Da ist nämlich unser Revier. Meine Stammzulieferer begeben sich für Trödel gerne mal in Gefahr. Das macht mir etwas Sorgen. Ich übernehme das. Besten Dank, Mann. Wegen der Einzelheiten kannst du dich vertrauensvoll an Najin wenden. Er ist ein Mitglied der Bürgerwehr. Lass ihn nicht warten, die Sache drängt, okay? Okay. Kaufen. Gegenstände, hat ein was. Gil, ich kriege 100% Rabatt? Oder wie jetzt? Eto? Ach, er hat 0 Gold. Ja, er hat 0 Gil. Okay. In der Pieten. Ich habe erstklassige Schnitzel. Hinter der Piepengasse hat sich seit neuestem eine Horde Ratten breit gemacht. Gigantische Ratten. Fiepen Tag und Nacht rum, die Viecher. Und bringen alle schnell zeigen sich die Biester wohl nicht. Hm. Und was nun? Warten wir? Ach, obwohl. Lass uns erstmal zum Krämer zurück und Zwischenbericht erstatten. Hm. Das waren nur die Wehrratten. Das waren jetzt nicht die, die normalen Ratten, die wir killen sollen. Okay, zum Krämer zurück und Zwischenbericht erstatten. Mir gefällt das mit den Quests. Das ist hier cool gemacht. Du siehst halt, nach dem Motto, okay, du hast jetzt, ne, unten, erster Punkt. Dann hast du einen zweiten Punkt gemacht, du hast quasi ein paar gekillt. Jetzt quasi zurück. Zeit gehe dann wieder zu ihrem Nistplatz zurück. Betreib dir etwas Zeit. Okay. Das sind coole Quests, die sind cool gemacht, die gefallen mir. Jetzt können wir nochmal zum Krämer zurückgehen. Hat er selber gesagt, Tifa.
Hereinspaziert, hereinspaziert. Was ist? Hast du es mit der Angst zu tun bekommen? Die Wehrratten magst du erlegt haben, schön und gut. Mein Auftrag bezog sich allerdings auf deren Bodyguards. Ach so. Tu mir also einen Gefallen so, und setz die Rattenjagd fort. Ja, die Viecher werden sicher bald aus ihren Löchern kriechen. Lauf nächstes Mal nicht wieder gleich davon, du Allesrenner. Ich bin nicht davon gerannt. Tifa hat gesagt, ich soll zu dir gehen. Hereinspazieren? Ich höre auf die Questgeberin. Also. Ja. Sind wir da? Ja, sind wir da. Oder sind die Großen? Jetzt sind sie da. Und tschüss! Ziemlich schwach. Jetzt! Verbrennt! Keine Kommen! Und stark! Wir halten uns aus! Ich hab genug! Bis hier unten schwach! Gott. Halt echt was aus. Puh. Es ist noch nicht vorbei. Erzähl mal was Neues. Zum Krämer zurückkehren? Nein. Moment, ich muss selber kurz mal was ganz kurz gucken. Hier. Ausrüstung. Ja, den legst du erstmal an. Ja, genau. Da habe ich nicht. Ach ja, das Schwert. So. Die hat 3 Fähigkeitsslots. Aber die MP sinkt und der physische Angriff sinkt. Da steigt der magische Angriff. Aber ich könnte halt noch was reinbasteln, ne? Dieser normale Angriff sinkt, gefällt mir gar nicht. Ich behalte erstmal das Schwert. Das andere ist nicht so geil. Ich bleibe erstmal beim Klassiker. So. So, was noch? Dahin. Okay, da vorne gehen wir noch hin. Dann geben wir das beim Krämer dann ab. Die Katze müssen wir auch noch suchen. Die Frage ist, wo könnten die halt sein, ne? Ich hätte vielleicht ganz Slums laufen müssen. Nanu? Da! War das nicht gerade ein Mounzen? Ja. Es klang. Hab eine gefunden. Ich befürchte, wir müssen noch. Also, nein, es fehlt aber nur eine, ne? Ich finde das aber cool, dass es auch nicht so. Dass nur so ein Gebiet angezeigt wird, nach dem Motto, ja, irgendwo hier. Das finde ich aber ganz cool. Ich muss mal besuchen. Ich würde von Evelyn schon gern hier. Was? Vorne gucken aber jetzt viele. Ist der Typ noch hier? Die Anti-Shinra-Bewegung Avalanche. Von der habe ich schon mal gehört. Mit dem Geld kann ich mir einen da. Auf der Platte gibt's garantiert. Tut mir leid. Das ist zwecklos. Dreht um. Ach komm. Die Fabrik ist gesperrt. Da treiben sich Schimmer rum. Obwohl, Moment. Du bist sehr tiefer. Seid ihr die Hilfe, die Zentrale uns versprochen hat? Neul. Dann seid ihr natürlich herzlich willkommen. Die Schimmer befinden sich in den hinteren Lagerhallen, an 2 Stellen. Merzt sie aus, okay? Alles klar. Hier so gut wie weg. Oh, die ersten Aufträge, so aus der Schule, macht so Spaß. Ach du Backe, ist es riesig. Ich werde safe Zeug übersehen. Na, da sind Kisten. Die sehe ich. Meins. Lästig. Was machen die da hinten? Es wird heiß. Genug.
Bis hier und nicht weiter. Tschüss. Gar nicht mal schlecht, Tifa. Da staunst du, was? Da sind die Kisten. Okay, dann hier lang. Hier lang vielleicht. Kinderspiel. Das schaffen wir mit links. Kann ich. No gejumpt. Bam. Ziemlich schwach. Keine kommen. Bam. Das war's dann wohl. Und das alle? Ich würde die anderen Hallen durchsuchen. Hier sind noch Kisten. Ob die Kisten respawnen? Das wäre cool, wenn die respawnen würden. Oh. Ich war drinnen aber Zeit gehört. Kann da was drin sein? Respawned! Mit, für die Leute, die einfach raus. Okay. Gewonnen. Das war ein Fail. Ein Ende. Materia Level gestiegen. Gegenstände. Okay, ich bin viel zu weit weg. Und easy. War okay. Die Quest haben wir jetzt auch fertig, ne? Nee, hab ich nicht. Guck mal. Nee, die Quest hab ich noch nicht fertig. Also das eine war richtig, aber da fehlt noch eins. Zwei, stimmt. Und zwei. Ich gebe mir den anderen Weg. Oh, da kann ich nicht durch. Oh, das ist der hier, Kugel. Das heißt, ich muss hier lang. Nee. Hier rechts komme ich ja nicht rein. Warte mal. Ah, hier lang. Jetzt wird's ernst. Was? Ein Freund in Not? Oh. Zack! Wir müssen wechseln! Ich mach das! Feuer frei! Gut! Schön gewonnen! So, da komme ich nicht durch, ich muss hier rüberlatschen jetzt. Und hier müsste der Letzte sein. Los, kleine Fische! Leichter Fang! Ausgezeichnet. Bringen wir hinter uns. Gut, der ist weg. Sehr gut. Sehr schnell, laut. Und bam. Das war abzusehen. Auftrag erledigt. Jetzt können wir zurückkehren. Das können wir jetzt so schnell machen, das geht. Die Flugechsenplage sollte ausgemerzt sein, berichtet dem Schrotthändler davon. Okay. Und die andere können wir auch noch gleich abgeben. Nice. Hi. Ihr habt die Flugechsen erlegt? Besten Dank auch. Das wird meine Schrottsammler sicher freuen. Sieht ja ganz so aus, als hättest du ein Händchen für diese Söldnergeschichte.
Ich habe in den Slums schon so einiges gesehen. Glaub mir, ich habe ein Gespür für sowas. Begib dich am besten mal zum Platz vor dem Pfeiler. Man munkelt, dass irgendwo dort ein grässliches Ungetüm rumschwirrt. Du bist doch Experte für sowas, oder? Okay, schon. Interessant. Lerne dich selbst kennen, indem du deinen Weg beschreitest. Und dann, Blick zurück. Die Aussicht wird eine ganz andere sein. Also hau rein, Mann! Okay, das Ding mein cool. Angebot ändert sich regelmäßig. Schau während deiner Selbstfindung öfter mal vorbei. Während deiner Selbstfindung? Das lief doch wie am Schnürchen. So. Sicher bist du bald gut im Geschäft. Werbetrum. Ja, für den Anfang nicht schlecht. Du darfst halt nicht wählerisch sein. Denk dran, Kontakte sind wichtiger als Geld, okay? Mhm. Ja, ja, die Regeln der Slums. Sehr gut, du lernst schnell, wie es scheint. Hab halt eine gute Lehrerin. Und eine strenge, wenn es darauf ankommt, also sieh dich vor. Wenn du meinst. Ich will die Arme also, abgeben. So langsam müsste Barrett eigentlich mit dem Geldsammeln fertig sein. Was meinst du? Sollen wir mal in der Bar nach ihm sehen? Noch nicht. Ich möchte die andere Quest noch abgeben. Und ich würde sagen, das mit Barrett, das machen wir dann in der nächsten Aufnahmesession. Wahrscheinlich morgen. Jetzt lassen sie mir aber schon Freiheiten. Da bin ich sehr froh drüber. So, Auftrag erfüllt. Hallo? Es passiert nichts. Die Aasratten sind erledigt, habe ich gehört. Vielen Dank auch ihr beiden. Wegen all dem Stress mit den Viechern war es in meinem Laden wie ausgestorben. Oh, da kommt mir eine Idee. Ich könnte Werbung damit machen, dass dies der Lieblingsladen des Aasrattentötenden Alleskönners ist. Wow. Was meinst du? Das ist ein Scheiß. Klingt super, oder? Nein. Bist du dabei, Alleskönner? Da würden wir beide von profitieren. Ich werde dich Weimar und auch meinem Kunden empfehlen. Ich sag dir, danach wirst du dich vor Aufträgen kaum retten können. Okay, das ist cool. Wenn du meinst. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Der siebte Himmel, der Alleskönner und dann noch mein Laden. Wenn wir uns verbünden, wird das Geschäft nur so brummen. Was hat das mit diesen... Ach so, hier kriege ich quasi jetzt einen Rabatt drauf von 300%. Nee, es kostet 300, es sind Prozent. Ach so, okay, so rum. Ah, jetzt verstehe ich das. Ermöglicht den Einsatz von Zustandsheilmagie. Nee, was ist denn hier oben? Ein Supertrank würdest du mir billiger verkaufen. Ach lol, der hat die Musikschallplatte hier. Die kaufe ich. Nee, hä? Auf Lager, die habe ich doch schon. Ich habe mich beinahe jetzt verarschen lassen von ihm, ne? Okay, er gibt mir einen Rabatt auf Tränke. Das ist schon mal gut zu wissen. Ich hoffe, der Rabatt bleibt auch. So, einer würde ich sagen. Unser neues Sortiment wird Sie ins Staunen. Speichere ich nämlich jetzt erstmal. Und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahmesession, auf die ich mich schon sehr, 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 sehr freue. Gucken, ich werde die dann bestimmt morgen gleich machen, weil ich ziemlich Bock auf das Game habe. Gut, aber dann würde ich sagen, bis dahin, macht's gut. Tschüss.